Wir befinden uns hier in Köln beim Gamescom Star Citizen Event im Rahmen der Gamescom, was hier gerade stattfindet. In der Halle hinter uns, hinter der Kamera quasi, hält Chris Roberts gerade seine schönen Reden und zeigt die neuesten Inhaltsupdates. Und hier draußen haben wir uns versammelt mit einigen tapferen Sternenbürgern, die einer Corporation angehören. So ist es, genau. So ist es, ja. Welche Corporation ist das? Das ist das Crash Core. Also Crash ist eine Abkürzung, steht für Combined Resources Against Space Hazards Core. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind jetzt 289 aktuell. 289? Mal wie viel, welche Spenden habt ihr bislang gezahlt? Also was habt ihr so im Schnitt ausgegeben? Was hat der meiste, also der mit den meisten, wer hat am meisten ausgegeben, wer hat am wenigsten, ohne irgendwelchen Namen zu nennen? Also wir haben tatsächlich mehrere Member, die wirklich eine ganze Menge gespendet haben, also große Pakete auch sich gekauft haben an Chips. Es gibt einige, oder die meisten haben so etwa ein, zwei Schiffe im Hangar und die anderen haben relativ viel gespendet. Also wir haben eine sehr große Flotte inzwischen zusammen. Und ich denke, unser Gesamtvolumen liegt, keine Ahnung, hatten wir mal ausgerechnet, das war vor etwa einem halben Jahr, da waren wir etwa bei 50.000. Das ist auch nicht schlecht und ein nicht unerheblicher Anteil an der Entwicklung des Spiels. Wie zufrieden seid ihr jetzt mit den letzten Updates und mit den Dingen, die ihr bislang jetzt gehört habt hier beim Event? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt kommt. Es wurde ja gerade auch ziemlich neue Sachen gezeigt, die jetzt den Monat kommen sollen. Und das, was da ist, wird jetzt mit der Zeit etwas langweilig, weil es halt schon relativ lang das Gleiche ist. Und es wartet, man merkt auch in der Course, es wartet jeder eigentlich auf das FPS-Modul und einfach mal wieder neuen Impuls, was Neues ausprobieren. Was ist mit dem Social Hub? Dem Social-Modul, also ich persönlich habe darauf am meisten gewartet, habe mich wahnsinnig gefreut, jetzt zu hören, dass das jetzt gerade kommt. Auch, dass es verbunden wird online mit dem Community-Hub selbst, das heißt, dass man einmal online seine ganzen Produkte, alle Videos, alles finden kann und sich dann auch jetzt bald im Spiel schon gegenseitig finden kann, mit mehreren Spielern in eine Planetside-Location reingehen kann. Das ist im Grunde genommen das, was für mich großartig die Großartigkeit von Star Citizen ausmacht. Und das kommt jetzt und da sind wir wahnsinnig gespannt drauf, wie das aussehen wird im Endeffekt. Was ist mit den Geschichten um Derek Smart herum und solchen ja, böswilligen Äußerungen und alles, ja, diesem Star Citizen Gebäsche, wie war das für dich, wie hast du das aufgenommen und wie hast du das auch aufgenommen in der ganzen Community? Ja, also die Community-Antwort war eigentlich relativ eindeutig. Also es wurde relativ schnell das Ganze von ihm da sehr relativiert. Ich fand den ersten Artikel, den er geschrieben hat, schon noch sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte auch viele Punkte, wo man sich zumindest drüber nachdenken kann, auch als Backer, auch als Fan. Es soll ja auf jeden Fall so sein. Aber im Grunde genommen hat meiner Meinung nach CIG da die richtige Maßnahmen getroffen. Nämlich, sie haben im Grunde gemerkt, er kommt jetzt. Wir haben sehr, sehr viel zur Gamescom. Wir können da sehr viel präsentieren. Wir können sehr viel zeigen, was wir geschafft haben. Das heißt, wir behalten uns jetzt da ganz ruhig, lassen ihn die Medienaufmerksamkeit bringen, dann nehmen wir ihn raus als Backer selbst. Daraufhin ist er ausgerastet. Das war dann für alle nicht mehr zu verkraften, wie er sich da verhalten hat, gegen alle loszuschießen und mit Beleidigungen und allem, was man da so kennt. Und im Endeffekt steht jetzt CIG da und sagt, ja, da ist es, was wir präsentieren wollten. Bitteschön, Derek Smart, ich glaube, da hast du dich ein bisschen verschätzt. Also da wurde den Zweiflern der Wind aus den Segeln genommen quasi. Was wären so für dich die Updates, die jetzt, oder für euch alle auch als Korb, als mit der ganzen Masse, die ihr seid, was wären so die wichtigsten Updates jetzt der kommenden Zeit, ich sag mal jetzt der kommenden 4 Monate? Also da wir schon sehr viel daran arbeiten, uns für das Spiel vorzubereiten, auch als Community, als richtige Corporation, wäre für uns zum Beispiel ein Update, was wir sehr, wo wir sehr gerne hinblicken werden, ist das Organisations-Update an sich. Das heißt, dass man Accounts verwalten kann gemeinsam, dass man sich in Hangars gemeinsam besuchen kann, dass man also das, was das Spiel eigentlich ausmacht, nämlich das Multiplayer-Erlebnis, auch dann auf die Corporations schon überträgt, damit wir da sehen können, mit welchen Allianzen kann man sich schon verbünden und was kann es da schon alles geben. Also das ist im Grunde genommen eins, worauf wir jetzt sehr warten, weil es auch den ganzen Communities an sich hilft, sich enger zusammenzubringen. Und ich denke, das ist auch was, was Star Citizen groß macht. Ja, und vor allem ist dann, wenn das dann alles zusammenspielt, das heißt, wenn man andere Hangars besuchen kann, wenn man mit den Schiffen anderer Leute fliegen kann und einfach das Equipment der ganzen Community zusammenkommt und man mal sieht, was hat man eigentlich zum Beispiel als Fleet oder als zum Handeln und so weiter. Also das wird auch noch was sehr Großes. Ja. Und wie wäre das dann, wenn man mit mehreren Leuten gemeinsam ein Schiff nutzen kann gleichzeitig?
Naja, das ist im Grunde genommen, ich glaube, unser aller Kindheitstraum. Also das muss man ehrlich sagen. Das ist also, wenn es um PC-Spiele geht, ich aus der Zeit von Wing Commander komme ich auch noch und dachte mir, das wäre es eigentlich. Und über im Grunde genommen 15, 20 Jahre habe ich gedacht, wenn so ein Spiel mal rauskommt, das wäre mein Ding. Und so wie es aussieht, wird Star Citizen diese Hoffnung wohl erfüllen. Und darum sind wir auch da so hinterher, dass es eben wirklich gemeinsam ist. Dass es weltweit gemeinsam läuft und nicht jeder im Singleplayer für sich alleine ist, was auch Spaß macht, aber das ist eigentlich unser Punkt als Community. Ja, durch die letzten Updates, durch die neuesten Ankündigungen hat man ja auch gemerkt, Moment, Zweifler, was labert ihr? Das geht voran. Es läuft nämlich bei Star Citizen und ich denke, keiner würde irgendwelche Tränen lassen, wenn es dann doch ein bisschen länger dauern würde und wenn bestimmte Updates irgendwie ein, zwei, drei Monate später veröffentlicht werden würden. So ist es im Grunde genommen. So ist es. Also bei uns ist es tatsächlich so und es verbreitet sich auch immer weiter. Klar, man will das haben, natürlich. Was so gut aussieht, will man haben, aber im Endeffekt lieber ein bisschen länger Zeit lassen und dafür ordentlich machen. Ja, jeder Crowdfunding-Entwickler wäre froh, wenn er so eine Community hätte wie die Star Citizen Community.